Da steht eine Telefonzelle. Alles klar. Da hätte man auch einfach nur ein Bild von einer roten Telefonzelle hinmachen können. Dann hätte ich auch gewusst, wo ich hin muss. Das wäre einfacher gewesen. Wo willst du denn hin? Jetzt macht die erst das Taufbecken wieder zu. Nicht, dass da einer reinplumpst bei der Touristenführung. Meine Fresse! Geh doch einfach. Ich könnte auch so hier machen, ne? Jetzt natürlich nicht, weil die gerade am Laden ist da. Carfax Tower. Christchurch sind wir auch fertig. Das war schön. So, die Telefonzelle. Ja. Was? Little irgendwas is looking for her sweet rabbit for a long night. 01865277836. Ja, kann ja mal einer von euch anrufen und mir erzählen, was da passiert. Hier, Wechselgeld. Komm raus. Da. Sag doch mal was. Pling. Pling. Okay, wenn der mir hier die Buchstaben zeigt, ne, dann... Was willst du von mir? Radcliffe Krankenhaus. Nee, da gehe ich jetzt nicht hin. Das ist schon richtig hier. Ich muss irgendwo anrufen. Aber. Der Daedalus Club in London. Ich werde da schon hinkommen. Irgendwie. 5 Goldstücke im Herzen der Gelehrten. Hoch, über hoch und über der Queen thront. Findet den Ort der Aussicht auf dem Quadrifocus. Dann Feuer, Wasser, Erde, Wind. Und das 5. wartet am End, wo die Seelen auf ihren Schöpfer treffen. Was war denn Wind? Der seine Seele für 30 Silberlinge verkaufte. Den Namen desjenigen, der seine Seele für 30 Silberlinge verkauft. Wie kriege ich denn das raus? Habe ich das schon? Nee. Für 30 Silberlinge verkauft. Erzbischof Cranmer. Cranmer? Kann das sein? Probieren wir mal. Cranmer. Weiter geht's. Gesundheitsamt? Oh, tut mir leid. Ich habe mich verwählt. Für 30 Silberlinge verkauft. Kann ich die... Ne. Boah, wie kriege ich denn das raus jetzt? Den Hinweis habe ich übersehen, fürchte ich. Der seine Seele für 30 Silberlinge verkaufte. Muss ja eine alte Story sein, weil 30 Silberlinge. Nee. Kein Plan. Oh.
Boah, keine Ahnung. Ich gehe dann erstmal. Ja. Wohin? St. Edmund kann ich noch hin. Ich gehe mal hier hin. Das ist aber ein schickes Krankenhaus. Der Boden ist hier. Einerseits wirkt sie herzlich und andererseits bedrohlich. Sieht ein bisschen wie eine dem Wahnsinn verfallene Mutter aus. Ja, ich gehe einfach mal in die Angestelltenküche. Definitiv nicht nach meinem Geschmack. Ich lasse die Kittel da hängen. Pizza. Sie scheinen auf Notfälle gut vorbereitet zu sein. Keine schlechte Vorsichtsmaßnahme für den Fall, dass Dr. Stiles hier in der Abteilung aufkreuzt. Ich wüsste nicht, warum ich in Ihrem Kühlschrank herumschnüffeln sollte. Ich schon. Einfach mal der Neugierde wegen. Irgendwelche anderen Schränke zum Herumschnüffeln? Nein. Pizza! Und hier steht noch abgestandene Cola. Boah, nein, danke. Ich meine, das ist keine Cola. Das ist natürlich ein, was steht da? Dodi-Drink. Ein Dodi-Drink. Aber auffällig ist natürlich die Flaschengestaltung. Der Flur hier, der macht einem ja Angst. Das ist ja gruselig. Aber diese Ladezeiten, ne? Das ist echt das Einzige, was nervt hier dazwischen. Der könnte auch am Anfang einfach ein bisschen länger laden und dann sind alle Orte, die dazugehören, sind dann irgendwie frei zugänglich. Oh. Kann ich Ihnen helfen? Hallo, ich heiße Samantha Everett und arbeite für Dr. Stiles. Ja? Aber in dieser Abteilung sind Sie nicht beschäftigt. Nein, ich studiere eigentlich englische Literatur. Das ist Sache von Dr. Stiles. Wenn Sie ihn sehen, erinnern Sie ihn bitte daran, dass wir den Beleg brauchen. Und zwar heute. Ja, den habe ich. Hier. Beleg. Ich habe etwas für Sie. Mein Gott, ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben, den Beleg jemals zu Gesicht zu bekommen. Das Finanzamt macht mir deswegen schon seit Wochen das Leben schwer. Danke, Miss Everett. Gern geschehen. Ja, jetzt kannst du ja mal mit irgendwelchen netten Infos rausrücken für irgendwas. Keine Ahnung, Dr. Stiles. Ich arbeite erst seit kurzem für Dr. Stiles und habe gehofft, Sie könnten mir vielleicht etwas über ihn erzählen. Tja, also, es ist nicht mein Job, über Dr. Stiles zu reden. Aber ich kann Ihnen sagen, dass Mr. Headley, der Leiter dieser Abteilung, Dr. Stiles ziemlich bewundert hat. Natürlich hat uns der Unfall damals sehr betroffen gemacht. Unfall? Wäre es möglich, mit Mr. Headley zu sprechen? Tut mir leid, er hat heute viel zu tun. Warten Sie, immerhin haben Sie mir den Beleg gebracht. Lassen Sie mich mal sehen, ob er vielleicht einen Moment Zeit hat. Mr. Headley, da ist eine gewisse Miss Everett, die gern kurz mit Ihnen reden würde. Es geht um David Stiles. Sie kann reinkommen. Ach, der klingt ja nett. Sie dürfen rein. Ja, dann. Danke. Und gleich setze ich mich mit dem Arsch erstmal auf den Kopierer. Ich spiele schon wieder seit 2 Stunden oder so, ne? Festplatte ist wahrscheinlich voll. Hallo. Miss Everett, erfreut Sie kennenzulernen. Setzen Sie sich doch. Danke. Und vielen Dank, dass Sie sich Zeit für mich nehmen. Ach, wenn es um David geht, habe ich immer ein bisschen Zeit. Lange nichts mehr von ihm gehört. Wie geht es ihm? Ganz gut. Er ist ziemlich beschäftigt. Klingt doch gut. Sind Sie mit ihm verwandt? Ich? Nein, ich bin seine neue Assistentin. Interessant. Wie kann ich Ihnen helfen, Miss Everett? Ja, erstmal pflanze ich mich hier hin. Hübschen Bonsai hast du da. Wussten Sie, dass Dr. Stiles zurzeit ein Experiment durchführt? Natürlich. Er musste einen Plan des Experiments bei der Universität einreichen. Das Standardprozedere. Ehrlich gesagt war ich froh, als ich gesehen habe, dass er wieder arbeitet. Ja. Ah, da fällt mir ein, dass Dr. Stiles mich gebeten hat, eine Kopie des eingereichten Plans mitzunehmen. Er hat seine wohl verlegt. Junge Frau, ich denke, Dr. Stiles wird wohl oder übel anrufen und mich selbst darum bitten müssen. Ich werde es ihm ausrichten. Ach, das ist ja ärgerlich. Können Sie mir ein bisschen von Dr. Stiles erzählen?
Ich weiß nicht viel über ihn. David Stiles war einer der hellsten Köpfe von ganz Oxford. Ein wirklich brillanter und innovativer Vordenker. Er war wirklich zu beneiden. Er hatte Geld, stammte aus einer angesehenen Familie, galt als attraktiv, hatte eine hübsche Frau. Und die Öffentlichkeit lag ihm zu Füßen. Aber dann passierte der Unfall. Das war wirklich eine schreckliche Sache. Es gibt da ein Gedicht von Robert Frost. Gold ist das erste Grün der Fluren, vergänglichste der frühen Morgenspuren. Die ersten Blätter sind wie zarte Blüten. Ihr Glanz lässt sich Sekunden nur behüten. Bald folgen tausend Blätter wie mit einem Schlage. Die Dämmerung vergeht und wird zum Tage. So sank das Paradies aus Lust in Trauer. Mhm. Nichts Goldenes bleibt. Nichts ist von Dauer. Das ist wunderschön. Ich frage mich... Ach, egal. Wir sollten offen miteinander reden. David zuliebe. Was fragen Sie sich? Ach, es ist nur... Ich frage mich, was wohl schlimmer ist. Gold gehabt zu haben, also alles besessen und dann verloren zu haben... Oder nie in den Genuss all dieser Dinge gekommen zu sein. Dumm, ich weiß. Ganz so gar nicht. Vielleicht stellt sich David die gleiche Frage. Ich mache übrigens gleich mal eine Aufnahmepause, wenn wir hier fertig sind. Ich habe Gerüchte über Dr. Stiles gehört. Die Studenten erzählen sich, dass Leute bei seinen Experimenten verschwunden sind und... Stopp! Diesen Unsinn müssen Sie hier drinnen nicht weiter ausführen. Ich bitte Sie. Tut mir leid. Ach, es ist verständlich, dass Sie sich darüber Gedanken machen. Schließlich arbeiten Sie für ihn. Über David kursieren die bösartigsten Gerüchte. Aber glauben Sie mir, dahinter steckt nicht einmal der geringste Funken Wahrheit. Aber wie ist es dann überhaupt dazu gekommen? Wenn jemand ungewöhnlich erfolgreich ist, ruft das nicht selten eine Schar von böswilligen Neidern auf den Plan. Sagen wir mal so, es gibt da gewisse Personen, die nichts lieber tun, als sich wie die Geier über den Kadaver herzumachen. Ganz unschuldig ist David allerdings nicht. Er beharrt darauf, wie ein Einsiedler in diesem Haus zu leben. Und das sorgt natürlich für die wildesten Spekulationen. Ja, wenn du seinen Keller gesehen hättest. Oh Mann, haben die hier viel zu bereden. Sie haben erwähnt, dass gewisse Personen auf Dr. Stiles neidisch sind und möglicherweise Gerüchte in die Welt gesetzt haben. Ich nehme an, Sie werden mir nicht verraten, wen genau Sie meinen. Das wäre nämlich gut zu wissen. Für den Fall, dass ich Ihnen begegne. Nein, ich denke nicht, dass wir das weiter ausführen sollten. Ich verstehe. Und die letzte Frage? Sie sind sich also sicher, dass von Dr. Stiles keine Gefahr ausgeht? Sagen wir, für Studenten, die an einem seiner Experimente teilnehmen? Natürlich bin ich mir da sicher. Er mag zwar beurlaubt sein, aber er ist nach wie vor ein geschätztes Mitglied dieser Abteilung. Ich habe seinen Fall persönlich behandelt. Mit David Stiles... ist alles in bester Ordnung. Es hat mich gefreut, Ihre Bekanntschaft zu machen, Miss Everett. Aber ich muss jetzt wirklich wieder an die Arbeit. Danke, Mr. Hadley. Sie haben mir sehr geholfen. Ach, ich will für David doch nur das Beste. Ich hoffe, Sie kommen gut mit ihm aus und können ihm ein bisschen unter die Arme greifen. Er lässt doch nur so wenige Leute an sich ran. Ich werde es versuchen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen. Boah, wie er hinterher guckt. So, aber auf Wiedersehen ist ein gutes Stichwort. Mal eben gucken, wo... Ich will wissen, wer es in der neurobiologischen Abteilung auf David abgesehen hat. Vielleicht sollte ich ein bisschen in seinen Akten herumschnüffeln. Wir haben doch schon geschnüffelt, Schätzchen. So, wir werden jetzt einfach mal... hier an Ort und Stelle, wo die Tussi dabei ist, eine Pause einlegen und speichern. Eben kurz hier reingucken. Studentenausweis. Ah, ich wusste es. Okay. Gut. Dann speichern wir. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das ist wahrscheinlich morgen oder so. Gute Nacht zusammen.